Sohn? Brauch mehr Taschengeld. Dein Bruder Heinz dort drüben arbeitet wie immer hart für sein Taschengeld, bevor er es in Autokarten investiert. Immer Heinz. Hey Heinzi, warum bekommst du eigentlich immer mehr Taschengeld? Kann sich immer die cooleren Autokarten leisten. Aber er verdient es sich auch. Hey, was macht er schon großartig? Verstehe ich nicht. Na. Rasenmähen zum Beispiel. Hey Heinzi, womit verdienst du dir dein Taschengeld? Einen Moment mal. Letzten Dienstag habe ich Großvaters Kaninchenstall ausgemistet. Donnerstag früh habe ich dann die Pferde gestriegelt und ihnen Wasser gegeben. Was kann ich denn dafür, dass ich gegen Heu und Kaninchenfell allergisch bin? Bring mir deine Sprudelbrause. Heuschnupfen? Dass ich nicht lache. Alles ausreden. Weißt du, wie sehr mein rheumatischer Rücken mir schon seit Wochen schmerzt? Blöd, Mann. Keine Sorge, mein Schatz. Die Nägel werden schon trocknen. Wedle ein bisschen im Wind. Puste zart. Es wird schon werden. Verschwender, du. Ich investiere lieber in wertvolle Autokarten als in selbstgemachte Brause. Tja, na dann nimm das. Heinzi, komm mal her. Ich will dir was sagen. Komm mal her jetzt, Heinzi. Ich will dir was sagen. Was denn? Meine Autokarten sind viel besser als deine Autokarten. Genug, das reicht! Na komm raus und zeig sie mir. Na los, komm schon, ne? Immer wegen der Autokarten.